nach vorne. Alter, der Typ hat mich gerade richtig feiert. Okay, dem geht's auch nicht mehr gut, oder? Gehen wir mal hier lang. Ach, guck mal, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Hier war am Anfang der Typ. Weißt du, wo ich meine? Guck mal, wir sind da rausgekommen. Ja, aber wir sind auf der anderen Seite. Wenn wir rechts weitergehen, dann kommen wir zu den beiden Typen, die unsere Leber und Niere haben wollen. Stimmt. Nee. Ja, wir müssen. Was muss das Mut? Wäre ein YOLO jetzt angebracht. Hast du schon gehört, dass das... das oh, da kommt wer. Ja, ich lasse dich allein. Das ist gar kein Problem, wirklich. Das ist kein Problem für mich, dich allein zu lassen. Ich freue mich, dass du heute bist. Gott always provides a way. Follow the blood. Also Gott gibt dir immer einen Weg. Folge dem Blut. Gibt es gar nicht mal ein Buch, Gottes Blut in der Fahrt? Bestimmt. Wie geht's dir? Erzähl's uns. Oder lass es an. Hallo, ich bin Reporter. Neues Ziel, folge den Blutspuren zum Ausgang. Das ist ein schönes Ziel, oder? Warum geht das Ding eigentlich auf, wenn wir hier stehen? Beim Ausgang ist doch bestimmt eine... Ja, das ist eine gute Sache. Was ist das für eine Dusche? Wurden gesäubert von den Sünden unserer vorigen Zeit. Block A. Hallo? Nö. Also hier kann auch nichts kommen. Ist zu. Durch den Abfluss. Mit dem Blut hat er gesagt, der einzige Weg draußen führt nach unten. Durch den Abfluss. Durch den Abfluss. Durch den Abfluss. Durch den Abfluss? Durch den Abfluss! Okay. Hi. Du pass auf, ich gehe einfach lang, ja? Gut. Mach weiter. Dir geht's gut, ich weiß. Alles super. Guck mal, ich nehme mir das Dokument mit hier. So, ne? Das schaue ich mir gleich mal an. Und du bleibst einfach stehen. Das ist eine Mail von Wolfram an Grant in Amerika. Kunstprogramm für Patienten. Kunstprogramm. Wahrscheinlich ist das Blut einfach ein Kunstprogramm. Ach so. Ja. Helene. Dr. Zeichner hat mir ihre Kontaktdaten gegeben, damit ich mich mit ihnen wegen der Einstellung des Kunstprogramms in Verbindung setzen kann. Mein Patient Martin Aschenbrot hat in seiner Therapie aufgrund der Fingermalerei enorme Fortschritte erzielt. Noch in der Woche der Einstellung des Kunstprogramms haben seine schizoaffektiven Behauptungen von einer höheren Berufung, sprunghaft zugenommen. Lassen Sie ihn bitte die Fingermalerei fortsetzen. Die wenigen Dollar, die Sie bei der Farbe einsparen, werden von den Kosten für das Clozapin mehr als geschluckt. Was ist Clozapin? Ich verstehe die Logik dieses Spiels nicht, außer Murkoff möchte erreichen, dass sich unsere Patienten immer weiter von der Realität entfernen. Ah, wahrscheinlich möchte er das. Mhm. Warum? Bitte sagen Sie mir, wie ich weiter vorgehen soll. Dr. Neil Wolfram. Naja, also irgendwas... Weiß ich nicht. So was. Ich steck da sowieso noch nicht so ganz durch, ne? Ganz ehrlich, ne? Wenn das Dokument echt wäre, was wir hier alles aufnehmen... Ja. Das wäre ein Horrorfilm. Das war ein Horrorfilm. Alter Schwede. Wollen wir da runter? Ja, müssen wir da runter. Ab in den Abfluss. Okay. Ich würde ja ganz gerne kurz eine Aufnahmepause machen und gleich weitermachen. Hast du Angst? Nee, darum geht's nicht. Ich würde gerne kurz eine Pause machen. Okay, mach mal eine Pause. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Gleich an dieser Stelle. Ich hoffe, das ist okay. Ja. Haut rein. Bis dann. Wir mit dazu mal hin, ne? Ich habe schon aufgenommen. Oh. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Outlast. Ja, hi. Chris spielt immer noch. Ich traue mich nicht so richtig. Ja, das Spiel geht gut ab. Und wir haben gerade mal geguckt, wir haben jetzt eine Stunde erst aufgenommen. Es kam mir vor wie 10. Mindestens. Ich bin geschätzt dreimal gestorben. Ja. Ja.
Okay. Wir sind hier eben gerade runter noch gesprungen, aber ihr wisst es ja. Ja, wir haben uns gerade nochmal selbst, wir haben die Aufnahmen angeguckt und haben uns erstmal selbst über uns lustig gemacht, wie blöd wir noch sind. Ja. Aber gut, muss weitergehen, wa? Wir müssen wohl da lang, denke ja. ich. Was ist das da? Nee. Der macht das mal so boss-like. Zack, Tür auf, ich bin da! Nehmen wir mal auf, ne? Ja. Sag's doch mal. Sag's mal mein. Was waren das? Rituale? Ja. Es ist so, von der Story sind wir noch nicht so drauf, ne? Müssen wir mal ehrlich sein. Ich denke, das kommt nach und nach. Ja, muss mal hoffen, dass wir da noch. Also wir wissen halt nur, dass es eine Mischung zwischen Religion, so eine Art Fanatismus. Ja, und irgendwie diese Firma halt, ne? Und Experimente. Ja. Der macht irgendwie Millionen, Milliarden damit. Ja, aber warum? Soll das im Schrank verstecken? Ja, ich weiß nicht. Die Lage checken, ne? Genau. Einmal gucken, was abgeht, aber hier ist gar nichts. Wir müssen wieder raus hier. Hau rein. Kann ich dir helfen? Geh doch mal an den Computer. Erstmal ein bisschen Let's Playen oder was? Ja, genau. Ist hier noch irgendwas? Guck. Kannst du dir unter Bett verstecken. Ja, aber da ist nichts. Gut. Ja, wir sind halt immer noch dieser Journalist, der versucht hier irgendwie rauszufinden, was Sache ist. Habe ich, glaube ich, schon versucht nachzugehen, okay. Ja, ach so, da kommt. Ja, das wäre mal ein Deal. Das ist ein kaputtes Gehirn. Na gut. Was ich übrigens jetzt mittlerweile gelesen habe. Okay. Wer war das? Der ist da bestimmt rechts. Dann da. Hallo. Oh, der hat ein Messer. Ein Schlagstock. Der hat was gegen uns. Was wollte ich gerade sagen? Ist mir egal. Mir auch. Schnapperball? Ja, ich wollte sagen, das ist voll das kleine Indie-Team, die das Spiel hier entwickelt haben. Ja. Zehn Leute. 10 Leute? Mhm. Okay. Und dafür muss ich sagen, Hammer. Ja. Mit das krasseste Horrorspiel, was ich bis jetzt je gespielt habe. Ja, und Amnesia ist schon. Oder Penumbra sind schon Hammer. Ja, aber das ist doch nochmal klasse besser, finde ich. Ich möchte das bestätigen. Okay. Das ist kein Ding. Kleiner King. Er sieht uns doch, ey. Wenn der uns sieht, der verprügelt uns mit seinem Stock. Soll ich einfach vorbeigehen und so tun, als gehöre ich dazu? So, nee, das klappt nicht. Ja, was soll ich dann machen? Ja, da können wir auf jeden Fall nicht rein. Wir müssen hier lang. Wir haben gar keine andere Wahl. So, ich geh jetzt einfach. Siehst du? Das war ja einfach. Aber ich glaube, da war noch was drin. Hab ich mir fast gedacht. Ich glaube, der hat gar nichts gegen uns. So hier? Nö. Alter, wenn der gleich auf uns zurennt, ne Schrei. Scheißegal, ey. Oh, guck mal, da ist doch noch eine Tür. Vielleicht ist da noch was drin. Ich bin still. Aber ich möchte, dass du da stehen bleibst. Ich bleib still und du bleibst da stehen. Soll ich? Ja, geh. Hast du den Typen getötet? Warte. Ja, der ist bestimmt nicht still geblieben. Genau, der hat nicht die Fresse gehalten. Der guckt uns an. Ich will nicht, dass er uns anguckt. Danke. So. So nett von dir. Ich hoffe, hier ist alles klar. Weißt du, was ich gerne hätte? Red Bull? Einen dicken Revolver. Achso. Wie, jetzt haben wir das Einzige, was wir jetzt... Das hat uns jetzt eine Batterie gebracht, ja. Das ist 4 von 10, das ist schon mal Rekord. Oh Gott, das war zu laut. Sein Herz, als sein Herz. Sein Herz macht mir müde. So, ich möchte jetzt einfach mal zu ihm hingehen. Alter. Ja, genau das! Genau das! Genau das dachte ich mir. Da ist noch einer drin. Oh, Leute, seid doch mal, chillt doch mal eure Base. Die macht mich fertig. Pass auf, du lockst den zum anderen und die prügeln sich gegenseitig. Okay, los. Okay. Bleib da. Komm. Kaputt. Leute. Du sagst, du sollst die da hinlocken, musst da schon hinrennen. Aber die verprügeln sich eh nicht. Ich meine jetzt die Tür hinter mir zu und dann passt das. Ja,
Wer macht die Tür auf, hallo? Mir macht der die Tür nicht auf. So. Jetzt geh in den Schrank, geh in den Schrank, Mann! Lauf endlich! Oh Gott, ist das knapp! Jetzt nehme ich mal schön auf, warte, mach mal ein bisschen. Halt mal die Fresse, also nicht du, sondern der Typ hier. Geh schon und versteck dich! Das hat doch gut geklappt. Ja, tierisch! Klasse war das! Endtour bin ich gestorben, mindestens zweimal. Hat er das wieder zugemacht da? Können wir da raus? Nee. Ich höre Schritte. Komm, ich gehe raus, ja? Jetzt haben wir hier noch lange rumchillen, ja. Komm. Mach mal die Tür hinter dir zu. Guck mal, da ist ein Button. Ja, mach die Tür erst hinter dir zu. Ja, was hört er doch? Bestimmt, da macht die so sein. Was macht das? Hauptsache ist. Oh. Okay. Follow the blood. Guck mal, da ist ein Blutzeichen. Ja, aber wieder mal eine Leiter hin. Ach, guck mal, das ist übrigens hier die Firma. Alter. Ich höre was. Ich ja, geh wieder in den Schrank. Ich höre was. Ich geh wieder in den Schrank. Ja, aber hier ist gar nichts. Wir gehen wieder raus. Gehst du um die Ecke und der Typ steht da. Ich wette, da war irgendwas in den Kameras, was wir nicht gesehen haben. Kloppt dir. Spult nochmal zurück, wenn ihr auch nicht drauf geachtet habt, und guckt mal in die Kameras hier, ob da irgendwas war. Und dann. Ich höre Schritte, Alter. Ja, ich auch, ich geh jetzt macht, da. Der macht mich krank, der Typ. Na, das ist alles gut. Ja, dann mach zumindest die Tür zu. Ja, wir müssen da ja raus. Nö. Doch. Nee. Doch, doch. Ich will da nicht raus. Wir müssen hier einfach weiter. So, ich gucke jetzt einfach mal vorsichtig um die Ecke. Da die Security-Tür rechts ist offen. Stimmt. Ich denke mal, da müssen wir auch lang, wa? Ich möchte leider, dass du still bleibst. Er ist weg. Er ist weg, ja. Stehe ich überhaupt nicht drauf. Ich habe Angst, dass er gleich hinter uns steht, weißt du? Sollen wir uns merken, dass hier Schränke sind, falls wir sie gleich brauchen? Okay. Ja, aber wo geht's denn jetzt weiter? Was war das? Es war ein Gitter. Okay. Alles gut. Wir müssen jetzt hier links durch. Da müssen wir jetzt nämlich durch. Das haben wir jetzt aufgemacht. Wir sind von oben gekommen. Sicher? Das haben wir gerade eingeschaltet. Das war da. Ach ja, kommen. Genau. Okay. Jetzt soll er runter. Hallo, the blood, genau. Jetzt kriegen wir ein bisschen Gas wieder, ja. Was auch immer das ist, weiß ich nicht. Also, wir sollen dem Blut ja folgen. Das ist eigentlich voll nett, ne? Wir speichern. Übrigens, wir haben es gespeichert. Das ist gut. Ja, das freut mich. Falls wir wieder sterben. Haben wir schon gestorben? Die Tür gebe ich aber nicht auf. Nee, ist Security. Zu 90% gehen die Türen nicht auf in solchen Spielen. Wir haben ihm eine Chance gegeben. Ich würde sagen, wir waren mehr als fair.